Manche Aktien sind out, obwohl sie möglicherweise vor einer großen Zukunft stehen könnten. Der Raumfahrtsektor könnte zu dem neuen Megatrendsektor der nächsten Jahre werden. Und es gibt eine deutsche Aktie aus diesem Sektor, die noch komplett unbekannt ist, zumindest fast unbekannt ist und zuletzt sogar stark gefallen ist. Und die stelle ich euch heute in diesem Video vor. Ich freue mich sehr auf dieses Video. Das wird wirklich spannend. Ich verspreche es euch. Bis gleich. Ja, sei gegrüßt, lieber Sian, willkommen auf meinem Aktienkanal. Oh, ich habe wieder die ganze Planung über den Haufen geschmissen. Ich entschuldige mich mal vorab schon bei den Layouterinnen und allen, die mir helfen, diese Videos aufzunehmen. Denn ich wollte eigentlich in dem Video darüber referieren, warum Value-Aktien so wenig gefragt sind im Moment und sich stattdessen alle auf Wachstumsaktien stürzen. Aber erstens hat mein geschätzter Kollege Gerhard Heinrich vor kurzem schon ein Video zu diesem Thema gemacht. Das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Zweitens finde ich das Thema eigentlich nicht so richtig spannend, ehrlich gesagt, weil ich das schon öfters zurückgekaut habe. Und drittens ist mir beim Thumbnail des heutigen Videos oder für das heutige Video noch ein anderer Einfall gekommen. Diese Aktien sind out, große Chance, hieß es übrigens, oder hieß es ursprünglich. Und da musste ich an folgende Aktie denken, die ich gestern entdeckt habe oder wieder neu entdeckt habe. Denn das passt nämlich wie die Faust aufs Auge auf eine Aktie, die mit großen Hoffnungen am Markt gestartet war und nun relativ abgestürzt ist. Es handelt sich dabei um Mynaric aus Gilching im Landkreis Starnberg, ungefähr 20 Kilometer von München entfernt. So, jetzt habe ich euch gleich mal den Namen der Aktie verraten. Jetzt kann ich auch einen kurzen Hinweis unterbringen. Letztes Mal habt ihr mich ja kritisiert, dass ich das zu lange rausgezögert habe. Der Hinweis sieht folgendermaßen aus, denn solche und weitere spannende Aktien wie Mynaric gibt es auch jede Woche kostenlos in meinem Aktienreport. Klickt also einfach unten auf den www.aktien-report.de Link und ihr seid dann kostenlos mit dabei. Jeden Samstag, wenn ich dort für euch neue spannende Aktien vorstelle. Zurück zu Mynaric, dann könnte man sagen, okay, ist ja alles andere als ungewöhnlich. Ja, wir haben neue Emissionen mit großen Hoffnungen gestartet, beim IPO vielleicht zu teuer gekommen, jetzt halt der Absturz tausendmal gesehen, schon in den vergangenen Jahren, ich zumindest. Aber es gibt einige Gründe, die Mynaric sehr interessant machen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Laserkommunikation. Laserkommunikation, wollt ihr euch vielleicht fragen, was soll das eigentlich genau sein? Nun, solche lasergesteuerten Systeme könnten aus meiner Sicht oder auch aus Sicht vieler Experten nichts weniger als eine Art Wendepunkt beim weltweiten Datenaustausch auslösen. Und das ist ja ein gigantischer Sektor, ein gigantischer Markt. Ihr kennt sicher SpaceX, eine der bekanntesten kommerziellen Weltraumfirmen, hinter der ja Tesla-Gründer und CEO Elon Musk steht, der zurzeit einen massiven Höhenflug erlebt. Und eines der größten Projekte von SpaceX ist der Aufbau von sogenannten Satellitenkonstellationen. Ihr kennt ja das Wort Konstellation, was so viel wie Anordnung heißt. Und eine Satellitenkonstellation ist letztendlich nichts anderes als eine Anordnung von Satelliten, die einem gemeinsamen Ziel dienen. Also so formuliert es Wikipedia nämlich. In vielen Fällen wird eine Satellitenkonstellation zur globalen Abdeckung eines Dienstes, zum Beispiel in der Satellitenkommunikation, genutzt. Und eine globale Abdeckung bedeutet dabei, dass die Ausleuchtungszonen der Satelliten quasi die Erdoberfläche komplett abdecken, sodass jederzeit an jedem Ort auf der Erde mindestens ein solcher Satellit erreichbar ist. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist das natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Genau diese komplette Erdabdeckung ist ja das Spannende bei der Satellitenkommunikation, auch im Hinblick auf diesen neuen 5G-Kommunikationsstandard, der jetzt kommen wird. Da gibt es ja das Problem zum Beispiel, dass viele ländliche Regionen einfach abgeschnitten sind und keinen Zugang haben werden. Und die Übertragung via Satellit kann eben genau das, dieses Problem lösen, wenn er wirklich überall hinkommt. Und es gibt noch weitere Vorteile. Wir haben momentan das Problem, dass ja viele Datennetze, die auf Infrastruktur auf dem Boden basieren, aus rechtlichen oder wirtschaftlichen oder auch logistischen Gründen teilweise nicht mehr erweitert werden können. Und es ist aber eine große Nachfrage da nach weiteren Datenübertragungsmöglichkeiten angesichts des explodierenden Datenvolumens im Internet, wisst ihr ja, mit Streaming und so weiter. Und die Zukunft erfordert einfach die Erweiterung dieser bestehenden Netzwerkinfrastruktur und da bietet sich einfach Luft- und Raumfahrt an. Und daraus wiederum ergeben sich natürlich gigantische Marktchancen. Und ein Player, der diese Marktchancen nutzen will, ist eben SpaceX. Ihr wisst, man kann von Elon Musk halten, was man will, aber er macht sicher keine halben Sachen und er denkt sehr groß.
Da gibt es jetzt ganz, ganz spannende Entwicklungen in dieser Woche. Und zwar in der Nacht auf den 7. Januar 2020, also von Montag auf Dienstag dieser Woche, hat SpaceX weitere 60 Starlink-Satelliten mit einer Falcon 9-Rakete ins All geschossen. Mittlerweile sind da jetzt von SpaceX über 108 oder ziemlich exakt 180 Starlink-Satelliten in der Umlaufbahn um die Erde. Und die sollen in Zukunft für schnelles Internet auch in den entlegensten Winkeln der Erde sorgen. Und übrigens, die Satelliten leuchten wohl ziemlich hell am Nachthimmel, wenn sie von der Sonne angestrahlt, also bevor die Sonne untergeht, wenn sie angestrahlt werden von der Sonne. Und in Deutschland sind sie in den nächsten Tagen auch noch am Himmel zu sehen, meist kurz nachdem es dunkel wurde. Es gibt da einen Artikel der Frankfurter Rundschau, den ich gefunden habe, der listet diese Beobachtungszeiten auf, wo man die SpaceX-Satelliten sehen kann. Ich stelle euch den Link dazu auch mal unten rein, falls ihr Interesse habt, das wirklich mit eigenen Augen zu sehen. Und das Ganze soll erst der Anfang sein. SpaceX will so weitermachen. Bereits für Januar 2020 sind weitere Starts mit je 60 Satelliten geplant. Und in diesem Jahr soll es insgesamt bis zu 20 solcher Starlink-Starts geben insgesamt. Elon Musk hat da wieder riesige Pläne. Das Ziel ist es, in den kommenden Jahren 10.000 solcher Satelliten ins All zu schicken. Und Herr Musk hat da noch ein anderes Endziel dabei, wisst ihr vielleicht, er will ja die Menschheit multiplanetar machen, er will den Mars besiedeln und da bastelt er an so einem Starship, das Astronauten und Material in Zukunft auf den Mars bringen soll, transportieren soll und da, das will er unter anderem mit den Gewinnen von SpaceX finanzieren, aber das ist nur am Rande. Ich finde die Gegenwart eigentlich schon spannend genug, denn schon Mitte des Jahres sollen wohl erste Kunden Zugriff auf dieses Internet aus dem All erhalten. Und SpaceX ist natürlich bei weitem nicht alleine unter diesen Firmen, die Satellitenkonstellationen ins Weltall befördern möchten. Es gibt zum Beispiel Telesat aus Kanada, das ist der viertgrößte Satellitenbetreiber weltweit. Und der will eine Konstellation aus 300 verschiedenen kleinen Satelliten im All aufbauen. Projekt mit einem potenziellen Wert von 3 Milliarden US-Dollar. Da konkurrieren Megakonzerne wie Thales und Airbus, der Flugzeugbauer drum und ein kleines Unternehmen aus den USA namens Maxar oder Maxar und die Maxar-Aktie hat seit September bereits 150% zugelegt. Hier mal der Chart dazu. Da spielten noch andere Gründe eine Rolle, warum die so stark gestiegen sind. Die haben ihre Space Robotics Sparte vor kurzem verkauft und konzentrieren sich nun komplett auf dieses Satellitengeschäft mit ihren WorldView Legion Satelliten. Sind die auch mit SpaceX im Geschäft. Warum das auch für unseren deutschen Wert spannend ist, erzähle ich euch gleich nachher noch. Und da gibt es noch andere Gründe für die Maxar Rally. Die will ich jetzt mal außen vor lassen, habe ich auch dazu recherchiert. Das ist gerade im Moment nicht so wichtig für dieses Video. Aber die Kursentwicklung der Aktie zeigt einfach, dass der Weltraumsektor langsam in Mode kommt. Auch diese Virgin Galactic, ihr erinnert euch, vielleicht habe ich auch hier im Video hier auf dem Kanal schon vorgestellt, in einem Video hat sich erholt, habe ich auch mal einen Chart rausgesucht für Virgin Galactic, die ja die kommerzielle Raumfahrt die Personenraumfahrt für Touristen quasi revolutionieren wollen oder die mit anschieben wollen. Das sind auch jetzt direkt nach dem Listing die schwachen Hände quasi rausgetrieben worden aus der Aktie. Nun geht es wieder steil nach oben. Also der Sektor insgesamt kommt wirklich momentan schwer in Mode. Und leider hat von diesen Entwicklungen bisher überhaupt nicht die Mynarik-Aktie profitiert. Das ist erstaunlich, denn Mynarik könnte in 2020 meiner Ansicht nach so richtig durchstarten. Denn die Gilchinger sind nämlich auf dem Sprung von einem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen in die kommerzielle Produktionsphase. Man bietet hier Laser-Terminals für den Einsatz in neuen Satellitenkonstellationen an. Und im Oktober 2019 hat man hier bereits einen ersten Vertrag an Land ziehen können. Der Auftragswert war damals mit 1,7 Millionen Euro noch relativ gering. Das lag aber daran, dass die Terminals im Rahmen einer Mission zur Produktvalidierung eingesetzt werden. Läuft alles nach Plan, werden die Terminals in die Satelliten des Kunden integriert und dann könnten nämlich richtig große Aufträge winken. Da erzähle ich euch gleich noch was dazu. Was macht so ein Terminal? Nun, es baut Verbindungen über sehr, sehr große Distanzen mit extrem hohen Datenraten auf im All bei strengen Vorgaben, was Größe, Gewicht und Stromverbrauch betrifft und das zu einem laut Mynarik sehr konkurrenzfähigen Preis.
Und das Menari-Produkt wird das erste am Markt verfügbare Laserterminal für solche Intersatellitenverbindungen überhaupt sein. Und es wurde speziell für solche Satellitenkonstellationen entwickelt. Ich finde das wirklich alles hochspannend, und bei dem Kunden, der in der Meldung nicht namentlich genannt worden ist, dürfte es sich um Telesat handeln, denn der neue Menarik-CEO Bulent Altan hat in einem älteren Interview gesagt, dass der betreffende Satellitenkonstellationsanbieter mehr als 300 Satelliten im All plane, und das passt perfekt zu der Zahl, die Telesat bzw. Maxar nun angegeben haben bei ihrem Projekt. Und Altan zeigt in diesem alten Interview auch das Umsatzpotenzial auf, nämlich 2 oder 4 solcher Terminals sind für einen Satelliten notwendig. Ein Terminal kostet gut 1 Million Euro. Das heißt, bei größeren Stückzahlen würden sich die Stückkosten massiv reduzieren. Bei 1000 Einheiten zum Beispiel sei ein Preis von ca. 250.000 Euro pro Stück zu erwarten. Wenn das mal kurz überschlagt, seht ihr, dass wir hier dann von einem Umsatzpotenzial von nicht weniger als 250 Millionen Euro reden, mit entsprechenden Margen. Und die Marktkapitalisierung von Menari liegt nach dem jüngsten Rücksetzer jetzt wieder bei unter 100 Millionen Euro. Und die Margen werden nicht gering sein. Das heißt, das Potenzial ist auf diesem Niveau natürlich enorm. Und was bei solchen Newcomern immer extrem wichtig ist, ist auch das Management. Und dieser besagte Bülent Altan ist nicht irgendwer. Es gibt hier einen hochinteressanten Artikel aus der Vorstandswoche, den verlinke ich euch auch mal unten in der Beschreibung des Videos. An dieser Stelle Grüße an meinen alten Bekannten Volker Glaser, der bei der Vorstandswoche exzellente Arbeit macht. Hi Volli, vielen Dank für die Recherche, die du hier gemacht hast. Hat mir sehr weitergeholfen. Und in diesem Artikel berichtet er unter anderem auch von der Top-Ausbildung, die Altan hat. Unter anderem hat er ein Studium an der Stanford University für Luft- und Raumfahrt in den USA absolviert und ist dann 2004 nach einem Gespräch mit Elon Musk zu der damals noch recht unbekannten SpaceX gegangen und agierte dann dort später als Chefingenieur der Satellitensparte. Das heißt, er war oder ist maßgeblich an der Entwicklung der Falcon-Raketen und der Dragon-Kapseln beteiligt gewesen, die SpaceX da immer ins All schickt. Wirklich eine gigantische Referenz. Und genau dieser Bülent Altan ging dann erneut einen eher unkonventionellen Weg und wurde CEO bei Menarik. Und in dem Interview erklärt er ebenfalls, warum er das gemacht hat. Er sagt da nämlich wörtlich: Ich kannte die Firma schon zuvor, nach gut 2 Monaten war für mich dann klar, dass ich zu Menarik gehe. Das Unternehmen hat riesiges Potenzial, zu einem großen Player in der Luft- und Raumfahrt aufzusteigen. Davon bin ich überzeugt, und das hat mich schließlich dazu bewegt, mit meiner Familie nach München umzuziehen. Von zuvor Kalifornien, wo ja SpaceX ansässig ist, also sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren für das Unternehmen, auch vom jetzigen CEO. Und interessant ist auch seine Zukunftsvision von der Raumfahrtbranche. Er geht davon aus, dass sich hier in den nächsten 10 bis 20 Jahren ein Billionenmarkt entwickle. Wörtlich sagt er, viele nehmen dies heute noch nicht ganz ernst, aber in 10 bis 20 Jahren wird sich dies massiv ändern. Nicht umsonst arbeiten heute Chinesen und Amerikaner daran, in diesem Markt eine Vormachtstellung einzunehmen. Das heißt, wirklich ein richtig, richtig spannender Sektor. Es bleibt natürlich die Frage, warum die Aktie von Menarik so überhaupt nicht in Schwung kommt im Moment. Da muss man zunächst mal sagen, dass Menarik wohl etwas hinter dem ursprünglichen Zeitplan herhinkt, was die Kommerzialisierung betrifft. So interpretiere ich jedenfalls so eine Aussage im jüngsten Research von GBC zwischen den Zeilen. Die schreiben nämlich da, unsere Kurszielsenkung resultiert aus unseren nach unten korrigierten Gesamtleistungsprognosen, die ebenso zu einer Anpassung unserer bisherigen Ergebnisprognosen geführt haben. Das heißt, sie haben das Kursziel nach unten revidiert. Natürlich muss man das genau beobachten, wie es weitergeht. Der operative Verlust in 2019 auf EBITDA-Basis dürfte im Bereich 5 Millionen Euro gelegen haben, und zu Ende Juni 2019 lag der Cashbestand noch bei 15 Millionen Euro von Menarik. Das heißt, man dürfte für den Aufbau der Produktion nochmal Kapitalbedarf haben, sagt aber selber, man wäge Optionen zur Umsetzung der Expansion ab, zum Beispiel strategische Partnerschaften, eventuell auch mit Kapitalbeteiligung. Das heißt, eventuell fürchtet der Markt also eine größere Kapitalerhöhung, die dann jederzeit kommen könnte und normalerweise oder oft auf den Kurs drückt. Aber ich persönlich, ich kann mir schwerlich vorstellen, dass Menarik dabei wirklich mit unter 100 Millionen Euro bewertet würde. Insofern scheint das Abwärtspotenzial vom aktuellen Niveau aus stark begrenzt zu sein. Hier mal der Chart von Menarik seit dem IPO.
Wie ordne ich das Ganze persönlich ein? Also ich habe für mein eigenes Depot am Freitag eine erste Position gekauft, die ich längerfristig halten will und gegebenenfalls natürlich auch aufstocken würde, wenn es in die richtige Richtung geht. Wobei mich hier zunächst eher die operative Entwicklung interessiert und weniger der Kurs der Aktie. Und mich persönlich erinnert Mynaric etwas an ITM Power. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ITM, die stellen Elektrolyseure für Brennstoffzellen her. Jahrelang wollte keiner was von der Aktie wissen. Und seit die eine Kooperation mit Linde abgeschlossen haben, dem DAX-Wert, im Bereich Wasserstoff und natürlich auch mit diesem Wasserstoff-Hype, der eingesetzt ist, will die Aktie jetzt auf einmal jeder haben. Das Papier ging regelrecht durch die Decke. Zuletzt, das seht ihr hier im 5-Jahres-Chart an der Heimatbörse in London. Aktie hat sich jetzt locker verfünffacht seit in einem Jahr eigentlich. Na klar, ist ein komplett anderer Sektor, aber es geht um die Mechanismen, die sich da abspielen bei den Anlegern und am Markt insgesamt. Wir haben Anfang letzten Jahres war ITM bei rund 20 britischen Cents, was in etwa der Größenordnung der jetzigen Marktkapitalisierung von Mynaric entspricht. Jetzt sind wir beim Fünffachen. Und denkt dran, was der Mynaric-Vorstand sagt. Strategische Partnerschaften und so suchen die im Moment. Also eventuell sowas wie ITM damals mit Linde gelungen ist. Also um es nochmal klarzustellen, Mynaric ist eine hochspekulative Aktie. Das Video hier soll ausdrücklich keine klare Kaufempfehlung sein. Die Aktie ist nur für spekulative Anleger geeignet. Und Mynaric steht unter Zugzwang. Die müssen in 2020 große Aufträge an Land ziehen, sonst kann es schnell eng werden finanziell. Aber eigentlich ist das Unternehmen perfekt positioniert, quasi am Vorabend des möglichen großen Weltraumbooms, vor dem wir stehen könnten und den wir in den kommenden Jahren sehen könnten. Und wenn ich mir die Kursentwicklung von zum Beispiel OHB ansehe, OHB Technologies oder eben Maxa, dann könnte das schon so eine Art Vorzeichen sein, dass hier etwas Größeres ins Rollen kommt in der Branche und wir hier einen neuen Megatrend sehen werden. Und nochmal kurz der Hinweis, wie immer gibt es solche spannenden Aktien auch in meinem Aktienreport, einfach unten auf den www.aktien-report.de. Link klickt, ihr könnt euch dort kostenlos eintragen und erhaltet den Report dann jeden Sonntag kostenlos in eure Mailbox. Jeden Samstag, sorry. Hier auf dem Kanal geht es am Mittwoch mit einem neuen spannenden Thema weiter. Vielleicht schaue ich mir mal den Biotech-Sektor an, da gibt es nämlich auch unfassbare Kursexplosionen gerade. Wenn ihr lieber ein anderes Thema hättet, zum Beispiel zum Gesamtmarkt à la Value versus Wachstum, sagt es mir einfach unten oder schreibt es mir unten in der Kommentarfunktion. Ich gehe gerne auf eure Vorschläge ein, das ist mir wichtig, denn ich mache die Videos für euch. In diesem Sinne, macht's gut, bis Mittwoch, ich bedanke mich bei euch, ich bin Armin Prag. Ciao.